Bitte spielt kein falsches Spiel mit uns, wenn ihr Geschichten über unseren geliebten Webhead schreibt. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute präsentieren wir unsere Auswahl für die Top 10 Spider-Man-Momente, die Fans in Rage gebracht hat. Bevor wir anfangen, wir veröffentlichen jeden Tag neue Inhalte, also stellt sicher, dass ihr unseren Kanal abonniert und auf die Glocke klickt, um über unsere neuesten Videos informiert zu werden. Für diese Liste werden wir uns Momente aus Spider-Man-Comics ansehen, die von den Fans als nervig, unlogisch, peinlich und enttäuschend empfunden wurden. Momente, bei denen sich die Fans wahrscheinlich wünschten, sie hätten diese spezielle Ausgabe nie aufgegriffen. Fürs Protokoll, wenn es auf dieser Liste erscheint, waren die Fans zum Zeitpunkt der Veröffentlichung frustriert, nicht erst im Nachhinein. Außerdem möchten wir klarstellen, dass wir nicht unbedingt alle dieser Geschichten als schlecht bezeichnen. Aber wenn sie auf dieser Liste erscheinen, waren die Leserinnen und Leser lautstark gegen den fraglichen Moment. Nummer 10. Doc Ock und Tante May. Schaut euch die Geschichte eines langjährigen, ikonischen Comichelden an und ihr werdet sicher einige ziemlich absurde Handlungsstränge finden. Die Anfangszeit der Comics war eine andere, weniger zynische Zeit. Mehr um Spaß als um große Geschichten bemüht. Wie dem auch sei, die geplante Heirat des ruchlosen Dr. Otto Octavius mit Peter Parkers geliebter Tante rief schon zu ihrer Zeit Geächtse hervor. In dem 1974 erschienenen Buch Amazing Spider-Man Nummer 131 versuchte Dr. Octopus ein Kernkraftwerk zu übernehmen, das Tante May erben sollte. Und natürlich beschließt er, dass eine Heirat mit ihr das beste Mittel zu seinem Ziel ist. Oh, in den 70ern Comic-Autor zu sein. Nummer 9. Spider-Man Chapter 1. Spider-Man Chapter 1, das von 98 bis 99 für 13 Ausgaben lief, war ein Versuch, die frühen Jahre von Spider-Mans Karriere zu modernisieren und zu aktualisieren. Wie unser vorheriger Eintrag zeigte, waren einige seiner Abenteuer aus den vergangenen Jahrzehnten mehr als nur ein wenig veraltet, unverhältnismäßig oder geradezu albern. Und so nahmen sie einige von Spideys frühesten Geschichten und gaben ihnen einen neuen Anstrich, mit der Absicht, neue Leser anzusprechen und einzubeziehen. Die Sache ist die, man legt sich nicht mit Klassikern an. Vor allem nicht mit den gesichtslosen, knebelnden Dialogen, wie sie auf dem Cover der allerersten Ausgabe standen. Später, als sie die Fehler sahen, hat Marvel die ursprünglichen Ausgaben wieder in ihren kanonischen Status zurückversetzt. Es genügt zu sagen, es war nicht Batman das erste Jahr. Nummer 8. Die Rückkehr von Peters Eltern. Als Killer-Roboter? Ah, die 90er Jahre. Ein Jahrzehnt in den Comics, wo das Motto zu sein schien, es gibt keine schlechten Ideen. Ähnlich wie bei Batman ist Peters Status als Waise ziemlich wichtig für seinen Charakter. Die Fans waren also sowohl schockiert, als auch mehr als ein wenig gespalten, als bekannt wurde, dass Peters Eltern, die, falls ihr es nicht wusstet, Geheimagenten waren und nicht wirklich tot. Offenbar waren sie gerade erst jahrelang inhaftiert worden. Es ist verständlicherweise eine Menge für Peter zu verkraften, aber gerade als er sich an den Gedanken gewöhnt, sie zurückzuhaben, entdeckt er, dass sie lebensechte Köder sind, die ihn töten wollen. Spidey überlebt, ist aber verständlicherweise verunsichert und die Leser waren es auch. Nummer 7. Sins Remembered. Apropos Respektlosigkeit gegenüber den Toten. Wie wäre es mit diesem Prachtexemplar einer Geschichte? Der Nachfolger eines kontroversen Handlungspunktes, über den wir etwas später sprechen werden. Sins Remembered sah Spider-Man eine kleine Reise der Selbstfindung mit der Tochter seiner verstorbenen Freundin Gwen Stacy. Aufgrund des einzigartig verbesserten Blutes und der Gene ihres Vaters alterte sie schnell. Als sie dann tatsächlich der alten Flamme ihrer Mutter gegenüberstand, sah sie im Grunde wie Gwens Doppelgängerin aus. Wie ihr euch vorstellen könnt, führte dies zu chaotischen Gefühlen. Vor allem, als Sarah Peter küsste. Vor seiner Frau Mary Jane. Nicht weniger. Es genügt zu sagen, viele Leute waren wenig begeistert von diesem Comic. Nummer 6. Der andere und das Auge. Diese Geschichte wurde keineswegs allgemein verabscheut. Aber diejenigen, denen sie nicht gefiel, mochten es wirklich nicht. Es beginnt alles ziemlich dramatisch, als Peter von seinem bevorstehenden Untergang erfährt. Seid ihr begeistert oder seid ihr bereits frustriert von dem offensichtlichen Gimmick? Peter verliert alle Hoffnung und wird rücksichtslos und aggressiv. Er wird fast getötet in einem Kampf mit Morlun, der ausrastet und Spideys Augapfel auffrisst. Curveball, richtig? Aber wartet, nach einem letzten Kampf, in dem er sich zu einem animalischen Spinnenwesen entwickelt, stirbt er tatsächlich. Aber wartet! In der nächsten Ausgabe ist er am Leben. Er ist von den Toten auferstanden, neu und verbessert und hat seine alte Haut hinter sich gelassen. Es ist nur eine Menge Seltsamkeit und einige neue Kräfte, aber vor allem eine Rückkehr zum Status quo. Nummer 5. The Superior Spider-Man. Wie wir bereits zu Beginn dieses Videos sagten, sind diese Momente und Handlungspunkte nicht alle schlecht. Es gibt auch einen Haufen Leute, die von der Grundprämisse einfach abgeturnt waren und damit arschviele Leser verloren, bevor sie überhaupt eine Chance hatten. In dieser Körpertauschgeschichte überträgt Dr. Octopus seinen Geist in den Körper seines Gegners und ersetzt ihn sowohl als Peter Parker als auch als Spider-Man. Es klingt wie etwas aus den 70ern und die Art von Geschichte, die nicht länger als eine Ausgabe dauern könnte. Und die Fans reagierten entsprechend. Aber im Laufe der Zeit, die weitergelesen haben, liebten es. Nummer 4.
Peter schlägt Mary Jane. Abgesehen von engagierten Comic-Fans scheinen es nur wenige Leute zu wissen, aber genau wie Hank Pym schlug Peter Parker seinen Partner einmal in einem Moment der Verwirrung und Wut. Der große Unterschied? Parker tat es fast 1,5 Jahrzehnte später. Der Moment ist zutiefst enttäuschend. Aber wenn man bedenkt, dass es während der Ereignisse der Klonsaga stattfand, die sowohl in Bezug auf die Erzählung als auch auf die Charakterisierung eines kolossalen Durcheinander war, haben die meisten Leute ihn scheinbar gerade aus ihrem persönlichen Kanon entfernt und die Redaktion dafür verantwortlich gemacht. Aber wann ist es passiert? Ihr solltet besser glauben, dass einige Fans bereit waren, sich von dieser Geschichte zu trennen. Es hat ein ikonisches Paar an Orte gebracht, die niemand sehen wollte. Nummer 3. Peter ist der Klon. Natürlich gibt es einige Leute, die vielleicht nicht lange genug geblieben sind, um zu sehen, wie Peter Mary Jane geschlagen hat. Warum? Weil man ihnen bereits einen ziemlich guten Grund gegeben hatte, den Comic ein paar Seiten früher abzusetzen, als die Autoren dieser langatmigen Geschichte noch eine weitere Komplikation hinzufügten. Ben Reilly ist nicht der Klon, Peter Parker ist es. Das hätte zwar schon einige Monate früher eine interessante Wendung bringen können, aber man darf nicht vergessen, dass sich die Klonsaga wirklich lange hinzog. Und zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Fans bereits seit fast einem Jahr enttäuscht. Die Enthüllung war so unwillkommen, dass sie eine Briefkampagne inspirierte, denn wer wollte schon Peter Parker durch seinen eigenen weniger interessanten Doppelgänger ersetzt sehen? Nummer 2. Since Past. Nach dem Tod von Onkel Ben und davor vielleicht noch von Peters Eltern, ist der Tod von Gwen Stacy einer der wichtigsten prägenden Momente im Leben von Spider-Man. Sein größter Erzfeind, der Green Goblin, beraubte diese junge Frau ihres Lebens und beraubte Peter einer Zukunft mit ihr. Ihr Tod hat den Superhelden von Spider-Man einen noch nie dagewesenen Einsatz und ein noch nie dagewesenes Risiko beschert und war eine ernüchternde Lektion in Bezug auf die Auswirkungen seiner Lebensentscheidungen auf die Menschen um ihn herum. Aus all diesen Gründen und mehr war der Tod von Gwen Stacy heilig. Und dann machen sie es verdammt nochmal zur Kanon, dass sie im Vorfeld eine Affäre mit Norman Osborn, dem Green Goblin, hatte. Für viele Leser war es mehr als eine schlechte redaktionelle Entscheidung. Es war eine ausgesprochen respektlose und beleidigende. Nummer 1. One More Day. Spider-Man ist ein von Natur aus jugendlicher Held, das haben wir verstanden. Die Sache ist die, dass dies eine Qualität ist, die Peter Parker innewohnt. Und dass er eine Frau hat, ändert nichts daran. Oder viele würden argumentieren, schmälert seine Attraktivität. Leider waren die Machthaber, die bei Marvel sind, offenbar nicht glücklich mit einigen der jüngsten Entwicklungen in Peters Leben. Ihre Lösung? Das Leben von Tante May als Ausrede für das Unvorstellbare aufs Spiel setzen. Einen buchstäblichen Pakt mit dem Teufel schließen. Seine Ehe mit Mary Jane, die ist weg. Das öffentliche Wissen und seine Identität nach den Ereignissen des Bürgerkriegs vergessen. Aber zu welchem Preis? Dieses Ereignis hat wohl mehr Spider-Man-Fans verärgert als jeder andere Moment in der über 50-jährigen Geschichte der Figur. Stimmt ihr unserer Auswahl zu? Seht euch diese anderen Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden.